Retro-Morgen. Hä? Aufwachen. Oh yeah. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Let's Play Doom. Und ja, gestern haben wir es endlich geschafft, den Cyberdemon zu killen. Endlich. Und ja, jetzt schauen wir mal uns dieses Level an. Das Level kenne ich jetzt auch nicht. Von daneben geschossen. Naja, okay. Bin mal gespannt, was uns hier jetzt... Wow! Hä? Was uns hier erwartet. Ja, es macht einfach blub und die Wand ist weg. Ja, das macht es hier wahrscheinlich auch. Ach so, nee, hier macht es nicht. Na ja, gut. Ich meine... Oh, ich habe einen... Da ist er. Ja, geil! Da ist ja endlich mal wieder so ein bisschen Science-Fiction. Gezeugse da. Ja, bekriegt euch gegenseitig. Habe auch nichts gegen. Aber ich will den weg haben. Oh, ich dachte da unten wäre noch einer. Dabei war das bloß ein aufgespießter Soldat. Ja, wunderbar. Was will ich denn jetzt damit? Der Erweiterung bringt, glaube ich, eine Kettensäge nicht sonderlich viel. Mal schauen, vielleicht kriege ich da ein paar weg. Dann habe ich später nicht so viel zu tun. Mal aufhören, wird es zu viel rumzuzappeln. Dankeschön. So, jetzt der Kollege da hinten noch. Wundervoll. Ah, da ist noch einer. Na, komm, den kriege ich doch noch. Komm schon. Jawohl, danke fürs Sterben. Schön, hast du mir einen Kuss zugeschickt? Ich mag dich auch. Schnutze. So, da gehe ich jetzt noch nicht rein, weil... Weil ich glaube, da kommt gleich was ganz doll Böses. Ich weiß es nicht. Es ist eigentlich meine Paranoia. So, das war der Speicherpunkt jetzt. Jetzt gehen wir mal darauf und überschreiben den ersten. Ich bin jetzt ganz vorsichtig, was das angeht. Jawohl, das habe ich erwartet. Das verschwindet einfach, die Wand. Oder seht ihr, ob es nach oben oder nach unten geht? Genau, beim Bearbeiten könnte ich ja mal Schritt für Schritt mal schauen, ob das Ding einfach nur plopp verschwindet oder... Ah, hier hat man zum Beispiel gesehen, dass das ganz schön nach oben geht. Aber hier, hier sieht man keine Türschienen wie hier. Ne? So, was kommt hier? Da kommt doch bestimmt noch irgendwas. Ja, genau. Okay. Das ist nicht nett. Na komm. Will doch den Kakodim nicht allein lassen. So. Ist da unten irgendwas? Erwische ich irgendwas? Irgendwas vielleicht? Nein. Na gut. Meinetwegen. Dann gehen wir mal hier lang, ja? Okay. Okay, okay, okay. So. Das will ich aber nicht gebrauchen. Oh, das öffnet sich ja doch. Okay, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die andere Wand zum Beispiel, da hat sich auch nicht geöffnet. Das da, you need a yellow key. Ja, danke, dass ihr das irgendwie zeigt, dass ich einen gelben Schlüssel brauche, aber ist okay. Weg mit dir. Da ist ein yellow key. Kann ich die Tür noch öffnen? Das ist sehr freundlich, weil ich werde jetzt versuchen, darüber zu rennen. Ich weiß nicht. Oh! Das. Ich kann da nicht durch? Schade. Nun gut, dann halt nicht, ne? Auf der anderen Seite ging es nicht weiter. Oh, doch. Wow, 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 wow. Kinder, unfreundlich. Leben sehr freundlich. Ah, ich bin hier. Naja, das ist natürlich eine perfekte Stelle für die. Da muss ich sagen, ja, gute Stelle ausgesucht. Davor waren sie ja komplett überall random. Ach, die war bloß eine? Ernsthaft? Ist hier ein Secret da hinten? Ein Sekret? Nein, kein Sekret. Was hat das gemacht? Oh! Hi, doch ein Sekret.
Und da oben ist ein Schalter, wie ich sehe. Mama! Hier, Penne! Ja. Wow. Ey, die sieht man halt gar nicht, ne? Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn ist das, ne? Das klappt gar nicht. Ha. Sehr schön. Sind alle tot. Oh, das ist cool. Kann man das öffnen? Nein, leider nicht. Ich sehe das da oben. Da ist doch auch irgendwas Metallenes. Warum kann ich nicht hochgucken? Sah für mich nach einem Schalter aus, dass man da wieder runterkommt, aber offensichtlich ist es das nicht. Na gut. Gehen wir mal zurück und suchen eine blaue Tür. Ich weiß überhaupt nicht, wo eine blaue Tür gewesen sein könnte. Vielleicht habt ihr eine gesehen. Von da komme ich. Habe ich die Tür wirklich überhaupt ausprobiert? Nee, war ja klar. Schaut ja eh so nach Boss-Tür aus. Naja, was auch immer. Hallo, Süße. Kann ich das öffnen? Nein, habe ich vorhin schon ausversucht. Aber nee. Hat ja nicht funktioniert. Hätte ja sein können. So, jetzt trauen wir uns mal hier rein. Das war mir so klar. Jetzt kommen wieder 10 Millionen andere Viecher. Von wo? Ah, schön. Ja, kommt mir entgegen. Das finde ich gut. Da ist noch ein Kakao-Dämon. Hey, Senior Kakao-Dämon. Kommen her. Ich habe ein Kusschen für Sie. Ganz viele Kusschen. Da. Oh. Ha. Den hat's voll Liebe glatt umgehauen. Ey. Jetzt komm her. Das. Ja gut. Hast jetzt halt auch Küsschen abbekommen. Meine Fresse. Was ist da los? Jeder will Küsschen von mir haben. Warum ist denn das jetzt nach oben gegangen? Hat das jetzt einen besonderen Grund gehabt oder so? Ich nichts verstehen. Das schaut verdächtig aus. Oh, kann ich damit... Yay! Okay. Das ist gut. Safe. Moment, ich schaue mich hier nochmal kurz um. Man weiß ja nie, ne? Nie nicht. Ah ja, gut. Und das da? Yellow Key. Naja. Da ist zwar auch ein... Teleport. Wo bringt mich der Teleport hin? So ein Haufen Viechern, das dachte ich mir schon. Wow. Oh, danke, dass ihr zu früh runtergegangen sind. Oh. Ich hab fast wieder einen Herzinfarkt bekommen. So. Sei brav. Ist da hier eine Geheimtür? Nein. Kann man die eigentlich anwählen? Das wäre lustig gewesen. Na gut, dann halt nicht. Ah. Okay, das hat gar nichts gebracht. Alles klar. Gut zu wissen. Dann können wir ja getrost die wieder mal ins Hafen machen. Nimmt's mir bitte nicht übel, dass ich so oft speichern tue. Es ist aber doch... Ich hoffe, ihr versteht es. Okay, das war's schon. Ist hier irgendwo ein Geheimgang? Wer weiß, ne? Vielleicht für viel Leben oder so? Naja, ich habe ja genug Leben und was weiß ich. Brauche ich ja nichts mehr. Ah ja, ich bin wieder hier. Das war Yellow Key. Es gab noch eine andere Yellow Key-Tür, oder nicht? Haha, hättest du wohl gern. Okay, was macht der Knopf? Bestimmt nichts Gutes. Oh, ich hab da gerade Tschu gehört. Was? Na, lass mich durch. Das ist ja blöd. Passiert hier irgendwas? Nein. Hier war die andere Tür, die nur mit gelber Karte geöffnet werden kann. Was macht das hier? Folglich, ich schätze mal, dass das hier zusammengehört. Hä? Was soll ich machen? Du platter Kerl. Dudelududelududud. Ist hier eine Tür? Ha, hier ist eine Tür. Sehr schön. Das passt. Du unfreundlicher Heinrich. So. Kommt
to Papa. Wow. Fast hättest du es gehabt. Jetzt komm endlich her, du Blödmann. Hä? Das hat jetzt komisch angehört. Okay, nehmen wir mal eine andere Waffe, ansonsten jage ich mich nur wieder selber hoch, wie wir schon wissen. Hey, Augenkrebs! Oh. Ich habe jetzt gar nicht Augenkrebs gebraucht, ist mir gerade so ganz leicht aufgefallen. Öffnet sich das Ding da unten? Nee. Oh, diese Sicht, nee, da könntest du dir echt die Augen rausreißen, das ist... Wahnsinn. Ey, tut mir leid. Leider kann ich den Effekt nicht abbrechen. Ich weiß nicht, das war so reflexartig. Aber ich mach die Augen zu. Oh, das ist so mies. Ah, wie war das mit dem Kreislaufen-Simulator? Okay, offensichtlich habe ich irgendwo noch eine Tür übersehen. War hier noch irgendwas? Nein. Madame Monsieur, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht. Ah, rote Keycard, genau. Alles klar, einfach frei. Na? So, Kinder. Ha! Don't mess with the best. Sagt derjenige, der vor 300.000 Mal gestorben ist. Okay, gut. Wundervoll. Oh, da ist ja noch einer. Ich höre noch, da. Aber ich höre noch von der Richtung. Jetzt, komm, stirb halt. Dankeschön. Okay. Ah. Jede Katze hört sich gefährlicher an als du. So. Ist aber... Sag mal, die Soundeffekte haben sie doch wirklich von Katzen, oder? Dieses... Wenn sie angreift. Und dann dieses Geschnurres. Oder, naja gut, das war eigentlich eher wie Taube. Wie Taube. Ey, war wie Taube, weißt du? Ey, warum renne ich jetzt rum? Aber... Speichern. Okay, die Deppen haben sich da unten gerade offensichtlich selber weggepustet. Gegenseitig meine ich. Ach ja, genau. Perfekt im Weg. Du bist ja vielleicht ein mieser Oh, scheiße. Warum habe ich den jetzt beide genommen? Ah, egal. Da hinten ist noch einer. Gut, gut. Gefällt mich. Komm, halt die Waffel. Schau mal schnell. Vielleicht ist da hinten auch noch was. Einwandfrei. Hui, wo führt das denn hin? Haha, schöne Sache. Mich gefallen tun. Ich sei glücklich Daniel. Krakus Danielus sein, sehr viel glücklich, lachlich. Ja. Thema Sprachprobleme hatten wir auch schon oft genug. Aber hier ist rotes Gitterstäbe und deswegen wir machen kaputt. Sesam hoch. Sesam tot. Poison. Echt jetzt? Dann bin ich aufgefallen. Okay, der war auch platt. Was geschieht jetzt? Oh ja, natürlich. Warte mal kurz. So, jetzt können wir spielen. Ich mag nur dich immer gleich neben dir zu stehen, weil du stinkst einfach. Habe ich mal so gehört, ne, so... Wie aus der Hölle seid ihr solche Schwefelfurze. Das geht einfach mal gar nicht. So. Ich gehe halt mal wieder zurück, ne. Jawohl, einwandfrei, Anzug. Mal schauen, was der da versteckt oder beschützt hat oder... Was auch immer. Einen Knöppel, das ist schön. Wahrscheinlich... Fit. Lol, die haben einfach mal vergessen, die Animation da rein zu tun. Oder war das vorher auf grün? Ne, oder? Ich meine, so senil bin ich doch jetzt auch wieder nicht. Na gut. Meinetwegen sollen die halt. Kann man das hier öffnen?
Nein, kann man nicht. Und kann man das hier öffnen? Nein, kann man auch nicht. Okay, dann schauen wir mal rüber. Hä? Okay. Ups. Jetzt wollte ich eigentlich noch gucken, was da auf der anderen Seite ist. Das ist doch blöd. Naja, aber Items habe ich 100%, also... Secrets großartig dürften da nicht mehr gewesen sein. Komisch, warum hat er die Brücke rübergeführt? Okay, ich weiß es nicht. Ist es ja auch egal. Dann machen wir einfach weiter. Wenn ihr es wissen wollt, holt's euch. Nee. Also wie gesagt, ich habe zwar versucht, alles Mögliche zu sammeln, aber... Das wusste ich nicht, dass da jetzt gleich der Ausgang ist. Aber schauen wir mal, was das nächste ist. Unto the Cruel. Und pam! Gleich am Anfang wieder wunderbar ein Empfangskomitee. Naja, okay, das heben wir uns aber für morgen auf, nicht wahr? Somit vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann morgen. Adios, tschüss! Guten Morgen, Mittag, Abend oder Tag im Allgemeinen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt doch diesem Video einen Daumen nach oben. Wie ihr wahrscheinlich bereits bemerkt habt, ist auf diesem Bild nicht nur das Logo des Retro-Morgens vertreten, welches hinter der Couch da hervorlugt, sondern auch zwei weitere. Und zwar einmal das der Mittags-Action, welches sich in der Gedankenblase befindet, und des Indie-Chillout-Abends, auf welchem ich als Silhouette dargestellt sitze. Das sind alles noch Zukunftsprojekte, die demnächst auch noch folgen werden. Somit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis morgen.